die Insel ist eröffnet. Okay, dann können wir jetzt auch Ludo besuchen. Was ich vielleicht auch mache. Also jetzt vorher, bevor wir unser Superticket benutzen. So, dann werde ich erstmal ganz viel hier ablegen. Oh Mann, ey, ich brauche so dringend Stauraum. Aber bald, bald, bald gibt es Stauraum. Morgen. So, und 5 Blumen habe ich noch, die ich noch irgendwo pflanzen könnte. Okay, cool. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe ganz viel Zeugs. Zum Beispiel neue Bonuslager. Ah ja, genau. Nook-Meilen mit einem Plus. Dein Rang hat sich erhöht und du kannst nun Dienste von Nook-Meilen Plus in Anspruch nehmen. Mit Nook-Meilen Plus kannst du nun noch leichter Meilen verdienen, während du das Inselleben genießt. Außerdem bietet Nook-Meilen Plus exklusive Vorteile nur für Mitglieder. Lass dir diese Gelegenheiten nicht entgehen. Je mehr Bäume wachsen, desto besser. Ernten wir gleich wieder ein paar neue Nook-Meilen ab. Umzug bezahlt. Das ist komisch, man zahlt irgendwie 5000 Nook-Meilen und kriegt dann als Belohnung dafür 500 Nook-Meilen. Aber why not? Nook-Meilen Plus. Ach, sind das jetzt die Daily Quests hier quasi? 3 Sachen basteln, einen Ballon runterschießen, ein Foto machen, 5 Fische fangen und 5 Insekten fangen. Ich glaube, das sind die Daily Quests. Ich verstehe. Na dann. Käfer. Die neuen Bastelanleitungen. Die Insel ist jetzt offen. Genau. Okay, dann machen wir uns mal auf. Wie kann ich behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger, du scheinst übrigens auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du das einlösen möchtest. So. Für die Unterlagen muss ich noch eines wissen. Wo möchtest du hin? Jemanden besuchen. Lokalmodus in der Nähe oder Online-Modus weit entfernt? Online-Modus. Verstanden. Dann lass mich mal schnell die Verbindung zum Internet herstellen. Roger. Wie möchtest du verreisen? Per Freundesliste. Genau. Genau. Abflug. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Viel Glück. Oh, okay. Brauche ich Glück, wenn ich mit euch fliege?
Anscheinend. Hier spricht der Captain. In Kürze erreichen wir Kokolith. Die Mütze ist ja mal mega. Ja, die Mütze ist toll, oder? Echt ein Wackelohren. Oh, guck mal, da ist, wie heißt sie? Die Igelschneiderin. Interessant. Bin gespannt, was jetzt hier schon alles los ist auf der Insel. Sei gegrüßt, Fremder. Wenn du ein Souvenir zum Anziehen suchst, bist du bei mir genau richtig. Okay, zeig mir, was du im Angebot hast. Spitze! Dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Meine Güte! Da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Das ist ja alles toll. Also, ich brauche unbedingt das Superheldenkostüm. Das ist eh ganz klar. Ich glaube, das passt. Das sieht, glaube ich, mit meinen Gummistiefeln fantastisch aus. Ja, dann will ich die Papiertüte. Die ist ja geschenkt für 140 Sternis. Ja, das ist noch was anderes. Ich bin mir nicht sicher. Die super langen Socken sind schon auch, wenn man da kurze Hosen dazu anzieht, spitze. Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, es wird Zeit für einen Stilwechsel. Oh ja, mit den Gummistiefeln zusammen ist das richtig gut. Und jetzt noch unsere Superheldenmaske. Und wir sind bereit, die Welt zu retten. Ja! Schauen wir mal, was es hier bei Nook so zu kaufen gibt. Oh, eine Brücke. Eine Behelfsbrücke. Noch nichts Besonderes, aber immerhin. Cool, cool. Hä? Moment mal. Wo ist denn bitte überhaupt hier der Verkaufskerl? Danke, dass du die lange Reise von Insel zu Insel auf dich genommen hast. Ja, bitteschön, aber eigentlich wollte ich kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Aber das geht hier gar nicht. Schade. Hallo, bestimmt wisst ihr schon, warum der 29. März so besonders ist. Ganz genau, Norbert feiert Geburtstag. Ach ja. Oh, die Bewohner von ihm haben ja auch schon Häuser. Cool. Die sind leider gerade nicht da. Ich würde mir gerne dein Haus von innen anschauen, Norbert. Wäre das nicht okay? Wäre das nicht cool, Norbert? Norbert, alter Kumpel. Endlich sehen wir uns mal wieder, Sapoloni. Wie wär's mit einem schnellen Hanteltraining? Lass uns lieber quatschen. Lass dich von mir nicht stören. Ich sorge auf Kokolith für Frieden und jogge täglich Patrouille. Na dann. Ah, das Museum ist schon eröffnet. Ah, ein echter Nook-Laden, aber nur von 8 bis 22 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Eine Stunde? Oh, ich hoffe, du spielst so lang, Cluedo. Hallo. Oh. Ein... Was? Ich kann es nicht lesen, was da steht. Ein Veilchentürkranz. Ach, kann man den wirklich an die Tür hängen? Dankeschön. Warum kann man eigentlich noch... Ich kann leider keine... Ich würde so gerne Emojis machen. Das wäre echt super. Aber es geht nicht. Schade. Aber ich kann aus Freude in die Luft schießen. Ja. Okay. Genau, das würde ich auch gern können. Aber das kann ich leider noch nicht.
Ich schau mir mal dein Museum an. Oh, wie groß. Hallo Eugen. Ich heiße Sie willkommen im Museum von Kokolint. Unsere Sammlung ist zwar noch nicht komplett, doch Kleinode finden Sie hier ganz ohne Frage. Bitte genießen Sie Ihren Bummel durch die stimulierendste Stätte auf ganz Kokolint. Schauen wir mal zu den Insekten rüber. Ach ja, auf das Museum freue ich mich schon. Schon immer das beste Feature in Animal Crossing. Ah, das ist alles sehr anders als früher. Hier können die Insekten sich frei bewegen. Frei wie der Wind. Jetzt ist noch natürlich noch nicht super viel los. Aber das... Ja klar. Oh, aber da ist schon ein ziemlich großer Schmetterling. Ups. Kommen wir mal noch in die anderen Exponatsräume. Das ist das Museum. Oder wird es zumindest bald. Und auch Terrarium sind ja auch noch Käfer, oder wie? Ah, Kugelassel, tatsächlich. Und eine Motte. Hier werden also noch andere Käfer auch untergebracht. Das gehört noch zu den Insekten. Hier ist auch so eine Brutstation scheinbar. Interessant. Das ist ja irgendwie cool gemacht. Das ist ja irgendwie schön gemacht hier. Sehr schön. Very, very schön. Wenn ich schon selber noch kein Museum habe, kann ich mich hier wenigstens ein bisschen umschauen. Das wird es bei mir erst übermorgen geben. Wie es aussieht. Also da unten sind Fossilien. Mal schauen, ob schon ein paar Dinosaurierteile im Keller stehen. Sind die schon standardmäßig hier, die ganzen Dinger hier? Nee, das ist wirklich tatsächlich... Wow. Ach so, nur die beiden. Die anderen sind, glaube ich, schon standardmäßig, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, sind auf jeden Fall schon ein paar Fossilien hier. Und da geht's zu den Dinosauriern. Yeah! Ah, tatsächlich, da ist schon was. Ophthalmosaurus, zumindest der Hinterleib. Oh, ist das ein Stego-Mittelding, ein Stegosaurus, ja genau. Nimm dir Pfirsiche mit. Pfirsiche habe ich doch schon gepflanzt, oder? Oder, nee, Äpfel, oh ja. Und Kirschen. Kirschen habe ich. Kirschen wachsen bei mir nativ. Guanodon. Ist das ein Velociraptor? Der ist ja fast komplett, oder? Ein Deinonychus. Nur noch der Schwanz. Cool. Warum hast du eine Tüte auf dem Kopf? Das ist meine Superheldenmaske. Die gehört zu meiner Superheldenuniform, die ich anhabe. Ich bin Animal Man. Crossing Man? Crossimel Mostzing. Hey, das sind die verschiedenen Tierarten, die es in Animal Crossing gibt, glaube ich. Die Vögel, die Bären, glaube ich, oder die Mäuse wahrscheinlich. Die Kängurus, Elefanten, Ameisenbär, Katze, Hund, Bär, Pferd, Nashorn, Schwein. Weiß ich jetzt nicht. Also Maus, Affe. Das sind wirklich die Animal Crossing Tierchen, die es gibt. Da kann man hier deren Evolution irgendwie rückverfolgen oder wie ist das? Hallo, der Reinsch heißt, wie geht's?
da. Mehr gibt es hier anscheinend nicht. Aber da bin ich gespannt, was da reinkommt. Squidman! Na, 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 na. Oh, da ist ein Komet, der gerade die Erde trifft. Ah, da kann man sogar ein bisschen ranzoomen an die Exponate. Aber irgendwie nicht an alle, oder? Oder zumindest... Naja, doch. Cool. Aber sind Gemälde gar nicht mehr im Museum? Ich hoffe, es gibt noch Gemälde. Es wäre schade, wenn Rainer mit seinen Fälschungen nicht immer wieder mal in die Stadt kommen würde. Ah ja, und hier sind schon die ersten Fischchen. Wenn hier mal die großen Riesenfische rumschwimmen, wird's interessant. Die Haie und so. Das Naturkundemuseum sein. Vielleicht gibt es noch ein anderes für Kunst. Das wäre neu. Aber wer weiß. Auf jeden Fall ist das hier das TARDIS-Museum offensichtlich. Aber das ist von innen so viel größer als von außen. Verdammt nochmal. Wie geht's, Apolloni? Gefällt's dir hier? Squirt? Lass mal plaudern. Hast du schon von dem Titel gehört, den Celia sich zugelegt hat? Da kommst du nie drauf. Geschmackvolle Künstlerin. Großartig, oder? Wenn ich wüsste, mit wie vielen Sit-Ups sie sich den verdient hat, würde ich doppelt so viel machen. Okay. Ah, Palmen auch schon. Kokosnüsse. Verrückt. Verrückt, verrückt. Diesen Fruchtsammlung hier schon. Ups. Eine Flaschenpost. Ja, aber wenn ich die jetzt nehme, die Flaschenpost, nicht, dass ich die dann irgendwie klaue, das wäre doch irgendwie blöd, oder? Ich hoffe es. Das muss ich mal lesen, damit ich das... Nicht, dass ich da quasi... Ne, wisst ihr, was ich meine? An den Bewohner einer anderen Insel. Beim Aufräumen fand ich diese Bastelanleitung für ein Stück Papier, das als Lesezeichen dient. Ich vertraue meiner Idee dem Meer an und hoffe, jemand findet sie. Es wäre schön, wenn sie dir gefällt. Stiefmütterchen-Tisch. Ich weiß jetzt, wie man einen Stiefmütterchen-Tisch herstellt. Na dann. Ausgezeichnet. Was ist denn hier? Bauhelferbox. Baugrund Nummer 1. Baugrund Nummer 2. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich bin gespannt. Das finde ich cool. Und da drüben ist Baubox Nummer 3. Hallo. Ein Goldfisch. Cool.
Pfirsiche. Dann nehme ich mal welche mit. Ja, Pfirsiche habe ich wirklich noch nicht, oder? Doch, warte, ich habe schon Pfirsiche. Ich glaube, ich habe das eh auch schon alles jetzt. Aber dein Haus will ich mir mal noch anschauen. Ah ja, ist schon sehr wohnlich hier. So viele Bilder an der Wand schon. Ah, das da erkennt man die selbstgezeichneten. Aber das ist cool. Mit schon einer frei bewegbaren Kamera. Cool. Achso, schade. Und der schönste Fisch der Welt. Kann ich mich jetzt an dem Spiegel hier auch umbauen? Ah. Könnte ich tatsächlich. Ändern wir was. Aber ich glaube, ich habe eh nur die Standardteile, oder? Ah nee, ich habe hier ganz viel andere Frisuren, die ich vorher nicht hatte. Wir könnten uns eine neue Frisur verpassen. Ganz viel ist übertrieben, aber ein paar. Ich finde die da viel besser eigentlich. Und ich habe irgendwie vorher beim Erstellen meines Charakters vergessen, die Augenfarbe zu verändern. Gesichtsbemalung? Ach so, okay. Genau, nee, keine. Ah, es passt schon. Die Pose ist super. Das ist natürlich schon sehr cool, dass man Bilder selber so schön an die Wand hängen kann. Das ist natürlich super. Ja, ich habe schon öfter gehört, dass mit dem Stream heute ab und zu was nicht stimmt. Aber irgendwie nur bei manchen. Aber ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Ich habe mitbekommen, ich meine, ich habe keine Ahnung. Das könnte wirklich sein. Ich habe nämlich mitbekommen, dass Netflix echt Serverprobleme bekommen hat, weil so viele Leute Netflix schauen zurzeit. Wegen drinbleiben und Ausgangssperre jetzt auch und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass Twitch eventuell ähnliche Probleme hat momentan. Wer weiß, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass die Internetleitungen und Twitch und sowieso alles einfach ein bisschen überlastet ist, was online so ist. So, warte mal, lasst uns doch unser neues Werkzeugrad benutzen. Ein Sandläufer und jetzt ist er ein Handläufer. Oh, mein Käfernetz ist explodiert. Macht der Fisch doch mit Absicht, oder? Das gibt's doch nicht. Hey, warte mal, ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Ein Hasel. Haselein-Hüpf. Haselein-Hüpf. Ich verstehe. Und meine Angel ist auch explodiert. Oh mein Gott, mein ganzes Werkzeug explodiert hier. Eins nach dem anderen. Alles explodiert. Tada!
Was kann man denn noch präsentieren? Nur Sachen, die man gefangen hat. Schade eigentlich. Ein kleiner Glitzikäfer. Nee, mehr habe ich nicht zu bieten, leider. Ich bin raus, du hast gewonnen. Mach doch mal auf jetzt, Luke. Von 8 bis 22 Uhr, ey. Ist doch eine Unverschämtheit. Es ist erst 7:15. Ah. Dabei würde ich echt gern wissen, was der in seinem Laden verkauft. Wahrscheinlich hat der ein viel größeres Sortiment als mein kleines Zelt da. Man kann also aus einem Baum mehrere Stöckchen schütteln. Wer hätte das gedacht? Ich bin froh, dass er auch Sonntag noch oft öffnet. Das stimmt. Das stimmt. Aber das war schon früher in Animal Crossing immer nervig, dass die Läden so blöde Öffnungszeiten haben. Also so normale Öffnungszeiten. Im Grunde. Ich finde, der hat eine verdammt coole Haustür. Mein Gott. Der wohnt in einem Bunker. In einem oberirdischen Stahlhaus-Bunker. Während die meisten anderen noch in Zeltern wohnen. Oder zumindest hier noch ein Zelt steht. Nicht die meisten anderen. Das stimmt nicht. Aber trotzdem, der ist verrückt. Na gut, der Cludo. Wenn du mich hören kannst, ich bin mir nicht sicher. Muss mal schauen, du streamst gerade, oder? Dann schreibe ich dir in den Chat. Weil dann schreibe ich ihm schnell. Dann schreibe ich ihr schnell, dass ich Hallo, also ich gehe dann jetzt mal. Aber ich würde gern um 8 wiederkommen zum Shoppen. Wenn das okay ist. Da. Okay. Weil dann benutze ich jetzt mal unser Ticket, damit wir mal auf eine zufällig generierte Insel reisen können. Und dann bin ich gespannt, was wir dort erleben. Hoffentlich lauter schöne Sachen. Hallo, immer wieder schön, Besucher in Kokolit begrüßen zu dürfen. Ich will aber heim jetzt. Roger, Roger. Oh, dieses Sitzen, ey. Oh, dieses Sitzen. Mein Rücken stirbt. Oh. 24 Stunden fast ununterbrochen sitzen ist einfach nicht super. Das muss man schon sagen. Es ist einfach nicht super. So, bevor wir jetzt allerdings irgendwo hinfahren, müssen wir uns erstmal ein super gutes Werkzeug bauen. Jetzt können wir eigentlich alle Materialien beschaffen, damit wir unser länger haltbares Werkzeug bauen können. Das wäre schon gut. Das wäre schon ziemlich gut. Das fände ich jetzt schon ziemlich gut. Deswegen hebe ich jetzt auch mal hier die Stöckchen auf.
auch hier das Hartholz und Weichholz und Holzholz. Lehm, Stein, Eisen. Alles, was man theoretisch zum Craften so brauchen könnte. Und schau mal, was wir jetzt wirklich brauchen davon. Ja. Ah, jetzt kann ich quasi... Ah, das ist der neue, der Tisch. Ah, das sieht irgendwie ganz cool aus. Aber jetzt kann ich quasi die Wackelaxt, die Steinaxt und die Axt machen. Ich habe quasi eine Technologiestufe übersprungen. Dafür brauche ich erst eine Wackelaxt. Ach was. Na, dann machen wir mal eine Wackelaxt. Dafür brauche ich mehr Äste. Okay, dann machen wir uns jetzt mal eine richtige Axt. Oh oh. Na oh, super. Dabei habe ich doch extra meine Schutzpapiermütze auf. Naja. Was, meine Taschen sind schon wieder voll. Wie ist denn das passiert? Dann lassen wir halt das Wespenlest, das Lestel einfach liegen. Ah, das funktioniert ganz gut eigentlich mit dem Baumschütteln und dem Stöckchen. Muss man nicht so viel rumlaufen. Okay, jetzt schauen wir mal. Etwas herstellen. Eine Wackelaxt. Aber unsere Tasche ist voll. Also müssen wir erst ein bisschen was loswerden. Ach so, ja, warte mal. Ich kann mal meine alten Klamotten hier platzieren erstmal. Und das da auch. Tür dekorieren. Ja, kann ich das jetzt bei meinem Zelt schon machen? Nee, das geht gar nicht. Pfirsiche lege ich auch mal ab. Den da auch. Ah, hier ist kein Platz mehr. Meine Insel ist so voller Müll. Ich muss hier so unbedingt aufräumen. Oh, was ist denn das für eine coole Werkbank? Die ist ja super. Gefällt mir viel besser als die andere. Mit Herzchen und so. Das ist ja cool. Okay. Wackelaxt. Weitermachen. Warum brauche ich für die Steinaxt? Brauche ich für die Steinaxt auch theoretisch eine Wackelaxt? Ja. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt eine Eisenaxt. Cool. Axt ist schon mal fertig. Sehr gut. Jetzt hätte ich gern eine Schaufel. Eine richtige Schaufel. Nicht mal eine Holzschaufel. Ich habe nicht mal das Rezept für eine Holzschaufel. Cool, ich habe gleich die richtige Schaufel. Ach so, ich habe aber eine Wackelschaufel. Und die kann ich jetzt zu einer richtigen Schaufel weiterbearbeiten. Perfekt. Und jetzt könnte ich noch ein... Was bräuchte ich hier noch? Ein Wackelkescher. Ach so, dafür brauche ich mehr Äste. Und für die Angel brauche ich mehr Äste. Ich brauche jetzt einfach 7 Äste. Ah, ich habe meine täglichen Bastelquests hier erfüllt. Ach so, das sind vielleicht gar nicht täglich, sondern immer wiederkehrende oder so. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall brauche ich Äste. 1, 2. Nee. 4. 5.
6, 7. Ich glaube, 7 reicht, oder? Ich glaube, 7 bräuchte ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen nehme ich mal noch die 8 mit. Ich glaube, eigentlich passt schon. Huiuiui. So ein Inselleben ist nicht leicht. Wackelangel ist fertig. Weiter, weiter. Immer weiter bauen. Immer weiter craften. Machen wir jetzt eine richtige Angel draus. So, dann machen wir jetzt sowas hier. Einen Wackelkescher. Und aus dem Wackelkescher machen wir einen Kescher. Okay. Eine Gießkanne brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine Schleuder habe ich. Eine Ocarina auch. Was will man mehr? Okay, dann habe ich jetzt erstmal alles, was ich jetzt brauche. Dann möchte ich jetzt mein Inventar nochmal ein bisschen ausräumen. Einfach nur, übermorgen kann ich das alles wirklich aufräumen. Jetzt muss es einfach mal raus aus meinem Inventar. Ne, warte mal, morgen schon. Morgen kann ich das schon. Morgen habe ich schon mein Haus mit Stauraum. Museum kommt dann übermorgen. Aber gut. Okay. Dann habe ich jetzt nichts außer Werkzeuge. Ach so, warte mal. Ich sollte vielleicht die Pfirsiche... Ich habe Pfirsiche gepflanzt, oder? Ich bin mir fast sicher. Aber weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, werde ich jetzt mal noch einen Pfirsich hier pflanzen. Die anderen beiden verspeisen. Wobei ich mir eigentlich fast sicher bin, dass ich auf der Insel, auf die ich jetzt komme, auch Früchte finden werde. Nicht ablegen. Aber ich will wenigstens vorsichtshalber ein bisschen Superkräfte mitnehmen, wenn wir auf die Insel gehen. Damit ich auch Steine zerstören kann und so. Vielleicht sogar ganze Obstbäume ausgraben. So, ich bin gespannt. Ja! Yeah. Oh Gott, ich werde hier verrückt. Ich bin schon verrückt. Bin schon lange verrückt. Habe ich eigentlich das Spiel aktualisiert? Ja, stimmt schon. Dann ist schon gut. Dodo Airlines, ich würde gerne auf eine verwunschene Zauberinsel fliegen. Bitte, machen wir das möglich. Ich möchte fliegen. Frei, wie der Wind. Wie ein Vogel so frei. Meilenticket nutzen. Du möchtest ein Meilenticket verwenden? Roger. Es ist alles bereit zum Abheben. Aber nur, um sicher zu gehen. Bist du bereit? Werkzeuge am Start? Habe ich extra noch alles? Ja, bitte, auf geht's. Dann los, ab in die Luft mit dir. Pfirsiche? Es gibt Pfirsiche? Nein, es gibt doch keine Pfirsiche. Das sind nur flauschige Äpfel. Ah. Auch eine Theorie. Dodo One, hier spricht Dodo Tower Udo. Empfängst du mich? Hab hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles klar. Okay, dann guten Flug und viel Glück.